Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich kann dir die Koordinaten von unserer Mitte sagen. 33, 18, 17, 30. Ja. Nicht weit von da haben wir uns runtergegraben. Das heißt, so ein bisschen müssen wir in die Richtung laufen. Nach Südosten. Wo bist du? Warte, ich stecke hier gerade ein bisschen fest. Bist du in ein Spinnnetz getreten? Stell dich auch einfach drauf, so hier. Ungefähr hier lang. Dann hier rum. Oh, hier sind wir bestimmt nicht lang gelaufen, weil hier ist Eisen an der Decke. Hier geht es auch nicht weiter. Buddel dich mal hier so nach rechts. Wieso? Kannst du durch die Wand gucken oder was ist da? Hast du keine Karte? Ich habe die weit rausgezoomt. Komm mal hier mir hinterher. Ja. Du kennst dich hier fast genauso gut aus wie ein Rheinweg. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier. Und dann glaube ich erinnere mich irgendwie den Wasserfall entlang oder so. Hier lang glaube ich nicht. Nimmst du das Kopperohr hier noch mit? Wo? Ich sehe keinen Kopper. Ach da. Stehst ja nicht daneben. So, wo bist du jetzt hingegangen? Da. Ich bin hier runtergefallen. Ich hab gleich einen Bärenhunger. Okay, hier sind wir auf jeden Fall nicht lang gegangen. Dann wahrscheinlich hier. Hier unten. Nee. Das haben wir einfach schlecht geplant, ne? Es fehlt der Wegpunkt. Ohne Spitzhacke hier ist ein bisschen doof. Du hast keine mehr? Schade. Und mit Hunger ist es auch doof. Wieso willst du zu mir? Weil ich den Weg verloren habe. Ja, das ist schon besser, oder? Ja. Wie komme ich da jetzt hoch? Genau, hier ist eine Fackel.
Oh, ich platziere das so blöd. Hier ist eine Fackel an der Wand, die kam auch von uns. Hier ist das Spinnennetz. Und hier ist das Uranteil und da habe ich auch eine Fackel. Ne, da habe ich. Doch, da habe ich eine Fackel dran platziert. Wo bist du? Ich laufe hier hoch. Ach so. Und also ich hab's. mein Magen lässt mich hüpfen wie ein Flummi. Während ich versuche hier die Höhle hochzuhüpfen. Raus. Ein halbes Leben habe ich noch. Also einmal irgendwo runterstürzen und ich lebe nicht mehr. Wie bist du da so schnell hingekommen? Alter! Skill. Skill, Skill, Skill. Und es laggt übelst. Also ich hab dich gesehen, aber... Soll ich mal hier versuchen, einen Präzisionssprung auf den Stein da vorne? Tu das. Du weißt, du kannst nicht doppelt springen, ne? Was? Du kannst keine langen Sprünge machen mit Sprint. Doch, kann man, aber dafür darf man nicht hungrig sein. Ja, deshalb kannst du es momentan nicht. So, ich bin da. Gut. Wenn du ich hochkommst, gerade würde ein ich paar sagen. Karotten. Und jetzt geht's mir gleich besser. So, und jetzt traue ich mich auch ein bisschen weiter zu klettern. Das war ein Abenteuer gerade. Na gut, du kannst ohne Sprint trotzdem immer noch zwei Blöcke weit springen. Soll ich die Kiste jetzt voll machen? Ja, und am besten noch eine Kiste machen.
Hast du noch eine Kiste? Wie? Nur geguckt, ob du noch eine Kiste gemacht hast. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme für jetzt, ne? Ja, wir haben jetzt etwas über eine Stunde aufgenommen. Das passt doch. Gut. Dann Dann würde ich überlasse sagen, ich dir das Schlusswort. jo, was? Ich überlasse dir das Schlusswort. Das Schlusswort nach einer einstündigen Folge, oder wie wollen wir das machen? Die erste Folge ist eine Stunde lang. Nein, die wird unterteilt. Dann brauchen wir aber für jede Unterteilung ein herzlich willkommen und ein Schlusswort. Aber das können wir ja später noch aufnehmen, ne? Richtig. Ja, dann holen wir das nach. Was hältst du davon? Ja. Würde ich sagen, guckst du noch einmal schön in den Himmel und genießt den Mondesschein und dann beenden wir die Aufnahme.